Hierfür erhalten die Realschulen zusätzliche Ressourcen, um zunehmend flexibler auf die Heterogenität ihrer Schülerschaft reagieren zu können. Diese zusätzlichen Schulstunden setzen die Realschulen im Rahmen ihres schulspezifischen Konzeptes zur individuellen Förderung hauptsächlich in den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch sowie in den Naturwissenschaften ein. Individuelle Förderung benötigt neben Ressourcen auch ein stimmiges Schulkonzept, das flexibel auf die einzelne Realschule mit ihren Lehrkräften und der Schülerschaft vor Ort anzuwenden ist. Wie die einzelne Realschule ihre zusätzlichen Stunden verankert und welches Konzept am besten zu ihr passt, entscheidet die einzelne Schule selbst. Manche Schulen haben Konzeptionsgruppen initiiert und Schulentwicklungsteams gegründet. Viele Möglichkeiten sind Variationsformen von drei grundsätzlichen Organisationsformen. Erstens, Zusatzunterricht anbieten. Oder zweitens, Unterricht in getrennten Klassen oder Gruppen durchzuführen. Oder drittens, Einsatz zusätzlicher Lehrkräfte, beispielsweise im Tandemunterricht oder im Teamteaching. Ziel hierbei ist es, schwächere und stärkere Schülerinnen und Schüler gleichermaßen zu fördern und zu fordern. Die Realschule legt ihren didaktischen Fokus auf die Arbeit mit Gruppen oder mit Klassen. Hierbei werden sowohl die individuellen Lernvoraussetzungen der einzelnen Schülerinnen und Schüler als auch ihre aktuelle Situation in den Blick genommen. Eine Möglichkeit, die Poolstunden zielgerichtet zu verwenden, bietet sich beispielsweise in der Orientierungsstufe. Die Zusatzstunden können in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch dazu benutzt werden, um Unterricht in getrennten oder in leistungsgetrennten Klassen und Gruppen durchzuführen. Leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler können Inhalte wiederholen, um grundlegende Kompetenzen zu trainieren. Leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler erhalten problemorientierte Aufgaben, die sie kognitiv herausfordern. Während einige Schülergruppen in zwei unterschiedlichen Klassenräumen arbeiten und durch die Lehrkräfte bei ihren Aufgaben unterstützt werden, arbeitet eine dritte Gruppe selbstständig. Zur passgenauen individuellen Förderung können auch zusätzliche Stunden in den Stundenplan eingebaut werden. Zu den drei vorgestellten Komponenten gibt es unterschiedliche Kombinationen und Varianten. Diese und weitere Organisationsformen, vor allem auch mit Blick auf Klassenstufe 9, werden in der Handreichung Individuelle Förderung in der Realschule genauer erläutert. Ziel der Realschule ist es, jede Schülerin, jeden Schüler bestmöglich zu bilden. Hier gilt es, die Ressourcen so zu nutzen, um Lernsituationen zu schaffen, die Stärken befördern und Kompetenzen herauskristallisieren.